Hi, danke fürs Einschalten. Elden Ring, ich habe die Rani-Quest vermutlich beendet, ziemlich sicher beendet und stehe hier auf dem Plateau. Und bin so ein bisschen auf der Suche nach Zeug und gucke mich ein bisschen um. Da oben ist noch ein riesiger Drache, der mehr oder weniger auf mich wartet. Den bin ich einfach umgangen beim letzten Mal. Weil er doch viel weniger Schaden bekommen hat, als ich dachte. Und der mich ziemlich verprügelt hat. Ja, und jetzt ist hier eine Ruine. Aber da gibt's nichts. Oder bin ich schon wieder blind? Hier oben vielleicht? Irgendwo ein Loch, das aufgeht? Nö, irgendwie nicht. Hier sieht's so aus. Aha, guck mal. Ja, die Leuchtebälle, die geben ein paar Runen, aber es ist eher mau. Miedestein 8, okay. Wo ist er hin? Da oben. Da ist was drin. Eine goldene Rune 1. Also nicht so viel. So, was sagt denn die Map jetzt hier? Hier runter geht's noch. Das sieht spannend aus. Da will ich hinschauen. Und ich glaube, hier oben wird's wahrscheinlich auch noch mal. Also hier geht ja die Ruine noch irgendwie so ein bisschen weiter. Das sieht hier nach Kampfgebiet aus. Ja. Ah, diese dämlichen. Ich hasse sie. Das sind solche. Ey. Stopp, 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 nein. Ah. 26.000 Seelen. Aber hier gibt es einen Marikas Pfahl. Nice. Nehmen wir den. Oh Gott. Nee. Drei Stück. Boah, das ist nicht euer Ernst, ne? Oh Gott, aua. Ihr seid solche blöden Mistviecher. Das sind nur kleine, okay. Wer die kleine Rune nicht ehrt, ist den Eldenboss nicht wert. Bin noch nicht, weiß noch nicht mal, was mich da erwartet. Hä? Okay, jetzt hat er mich hier oben rausgespuckt. Hat er mich hier oben rausgeworfen? War ich außerhalb von Marikas Pfahl? Ich glaube, ich sollte hier wieder aufs Schwert wechseln.
Yep. Ich sollte auf jeden Fall auf dieses Schwert wechseln. Na bitte. Easy. Na bitte, geht doch. OP-Attacke wird da im Chat geschrieben. Sorry, dass ich das richtige Schwert nehmen gewählt habe von Anfang an. Naja, schon klar. Oh! Hallöchen. Wer sind Sie denn? Das Bernstein-Medaillon, brauche ich nicht. Ja, das ist wirklich krass, wie schnell die gestaggert werden durch dieses, durch diese Attacke. Das ist geil. Macht richtig Bock. So, ich wollte eigentlich hier runter. Das sieht mir zu ruhig aus hier. Das ist eine riesige Fläche und kein Gegner weit und breit. Das macht mir Angst. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich lerne passiv fliegen. Von euch will ich nichts. Ihr dürft am Leben bleiben, Wölfe. Oh, hier ist irgendwas in diesem Wald. Irgendwas ist hier wild. Irgendwas ist hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier passiert gleich irgendwas. Abo hilft. Ja, Microsoft Flight Simulator. Etwas, das interessant wäre für mich. Ich habe schon den oberen Teil gelesen. Ich dachte nur, vielleicht schreibst du ja dazu noch was. So, müssen wir wieder Schildkröten jagen. Drei große weiße Bestien. Yo, Schildkröten. Aber wahrscheinlich nicht diese hier. Weil du bist keine Geisterschildkröte.
Spiele im Let's Plays strikt trennen. Du, mein Gott. Wenn jetzt mal zwischendurch was zu Microsoft Flight Simulator kommt, finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Wenn es jemanden auf YouTube stört, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Damit ich es das nächste Mal nicht anders machen kann. Pinguine. Fliegende Pinguine. Ihr könnt 100 pro fliegen. Kannst du fliegen? Ihr fliegt nicht weg. Süß. Doch, jetzt sind sie geflogen. Nee, er fliegt nicht. Ich bin verwirrt. Also eigentlich sind die ja nie so weit weg. Ich würde jetzt erstmal nicht weiter weg danach suchen. Sondern irgendwo im Busch vielleicht. Oder auf dem Baum. Ein Baum war ja auch schon mal eine Schildkröte. Hallo, Schildkrödis. Da irgendwo an der Außenwand oder so. Ja, ich muss weiträumiger schauen. Okay. Okay, na dann tun wir das mal. Okay, die sind viel größer. Holy shit. Sehr riesig. Ja, das sollte so passen. Eins. Ist das da oben eine Schildkröte? Nee, das ist nur so ein Dingens. So ein Kristall. Warum kriege ich hier die ganze Zeit irgendwelche Seelen? Irgendwelche Viecher fallen irgendwelche Abgründe runter oder so. Ist das der Drache oben, den ich hier höre? Ich glaube, ich höre oben was. Oh, dieser Wald. Da liegt ein Wolf. Viel weiter weg würde ich jetzt nicht gehen. Ehrlich gesagt. Da? Ah ne, das ist nur ein Felsen, den ich durch die Bäume hindurch so schimmern sehen habe.
Gut, also, naja, theoretisch, wobei ich mir hier jetzt natürlich nicht ganz sicher bin, hoppla. Theoretisch gibt es da ja nur wieder einen Zauberslot, den ich eigentlich sowieso nicht brauche. Ah. Also ich glaube, okay. Vielleicht da hinten noch. Hier führt doch irgendwie ein Weg. Ah ne, das ist hier der Weg. Text angekommen oder wurde er nur nicht im Overlay angezeigt? Ne, hier ist nur not sponsored. Hashtag not sponsored ist hier angekommen. Also einen Roman brauche ich jetzt aber auch nicht unbedingt, ne? Den ich jetzt hier erstmal lesen müsste. Willst du mich rollen? Nee. Oh, hi. Auf dich habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust. Was geht hier? Was machst du hier, guter Wolf? Mist. Stopp! Mist. Verdammtes Wölfchen hier oben. Zu faul, das neu zu schreiben. Wie wär's mit Markieren, Copy-Paste? Anstatt einen Screenshot zu zu schicken. Ich weiß, ich bin kein Freund von Screenshots, um ehrlich zu sein. Von Bildern im Allgemeinen bin ich überhaupt kein Freund. Mein Guter, du willst mich aber auch gerade ein bisschen ärgern, ne? Du willst mich so richtig ärgern.
Na bitte. Oh. Ich brauche halt nur noch einen Hit, ne? Na, bitte, geht doch, meine Güte. Hat das jetzt so schwer sein müssen? Schmiedesteine, okay. Ja, ich habe tatsächlich den Drachen da oben gehört, der immer noch ziemlich Bock auf mich hat anscheinend. Komm, du kleiner Frecher. Danke, brauche ich. Oh, was bist du denn? Wie? Oh. Hey, du hältst ein bisschen was aus. Ah, stimmt, nee, das war ja. Naja, das war ja wegen dem Kristallding. Die kriegen ja. Ich hab vergessen, dass die ja. Was ist das hier für eine Gegend? Warum sind hier so Kristallboys? Komm her. Komm runter da. Nochmal zwei. Diesmal ist einer mit dem Speer dabei. Warum soll ich mich mit euch abgeben? Gibt keinen Grund dafür. Hier sind Schildkröten. Das dürfte ein gutes Zeichen sein. Wo ist die große Schildkröte? Was geht hier ab? Holy shit! Hä? Warum kann ich hier so hochhüpfen? Wo in den Bäumen sitzt die Schildkröte? Das ist doch 100 pro so ein... Wenn du hier hochspringst, dann kannst du von oben sehen, wo sie sitzt. Aber kann ich nicht. Weil ich mich nicht richtig umgucken kann. Des Oberhaupts.
Mann, ey, du bist ein Zappler. Du bist ein ganz mieser Zappler, bist du. Ah, eine Karriere. Cool, okay. Ja, das reicht doch auch so vollkommen, Fluffy. Danke für die Info. Gratis. Ja. So. Probier ich es mit der anderen Waffe? Nee, eigentlich ist die schon ganz gut. Ich glaube, das kann ich googeln. Aber danke. Okay. Zwei Hits reichen. Aber die muss ich auch erstmal setzen. Boah, Alter. No chance. What the fuck? Was war das? Neofly. Anfängerfreundlich. Cool, Neofly. Neofly. Neofly, Neofly. Ich versuch's mir zu merken. Auf jeden Fall danke für die Info, ey. Boah, das ist schon... Ich probiere es noch zweimal. Komm her, du. Er zappelt mir sowas von viel zu viel durch die Gegend. Er zappelt mir ja sowas von viel zu viel durch die Gegend. Was ist er denn für ein ätzender Bastard, ey? Ach. Fluffy, alles gut. Das ist eine Sie. Oh, Entschuldigung. Miko, es tut mir schrecklich leid, dass ich hier das Gender assumed habe hier. Wie sagt man? okay. Zappel Lady. Hören Sie auf mit der Zappelei, bitte. Mein Gott. Mein Gott.
Was ist hier los? Alecto, Oberhaupt der schwarzen Klingen. Ha, vielleicht soll ich doch wieder mal meine große Keule auspacken. Ich probier's mal mit der großen Keule. Habe ich meine Seelen? Ja. Only Props. Nee. Die große Keule ist zu langsam. Angenehm, dass die große Keule Homing ist, aber... Ach, wegen Propeller. Ach. Ey, Fluffy, du bist sowas von im Microsoft Flight Simulator Game drin. Ey, das ist ja unnormal. Oh, parieren. Oh, warum vergesse ich parieren denn? Oh mein Gott. Wie kann ich denn parieren vergessen? Ups. Boah, das ist so eine miese Nummer. Feed-Viecher? Fußviecher? Ach, Fettviecher. Jetzt hat. Okay. Was ist denn das jetzt? Alter. Es ist so die größte Witzzappelei hier. Das ist der reinste Horror. Riesenbahnen. Sie ist zu schnell zum Parieren, glaube ich. Ich glaube, sie ist ein Ticken zu schnell zum Parieren für mich. Beziehungsweise sehe ich halt die Momente nicht, in denen ich drücken muss. Und ich bin zu alt für diesen Scheiß. Es geht mir zu schnell.
Ey, ich drück halt, ne? Und da, dann hat sie schon zugehauen. Das. Ich drück und in dem Moment, also wenn ich wahrnehme, ich sollte jetzt drücken und anfangen zu drücken, in dem Moment kommt ihr Damage schon bei mir an. Das, dieser Dolch ist zu schnell fürs Parieren. Ihre Rumzappelei. Einmal drehen, vorwärts drehen, rückwärts drehen, wegspringen, vorspringen, raufspringen, runterspringen. Es gehört verboten, solche Waffen in diesen Spielen. Ach so, ja, das Ganze ist ja... Oh, von dem Ding darf ich mich auf keinen Fall treffen lassen. Wie krass ist das denn? Deine Top 5 der schwersten Bosse in Elden Ring. Oh, okay. Dann haben wir hier ja was. Eine Attacke, die man gut parieren kann. Wow. Aber ich fühl's nicht, ehrlich gesagt. Das ist zu schnell alles. Ich will ja zwischendurch auch mal draufhauen. Ey, und das zieht mir auch... Nein, ich bin... Ah, ich will an ihm vorbei ausweichen dann eigentlich an dieser Attacke, aber die macht ja rings um ihn rum. Das heißt, das Einzige, was hier hilft, ist, glaube ich, wegrennen. Und nee. Nee. Also, parieren? Nee. Mm-mm. Auf keinen Fall. Das ist mir zu... Da muss ich zu lange warten, bis ich mal einen Schlag machen kann. Damage Overtime und verringert Leben. Ich habe es gemerkt. Ich habe es bemerkt. Nee, muss ich nicht. Aber ich hab gerade Bock, noch ein paar Mal zu probieren. Also. Tun wir diese. Die Bosse leveln nicht mit, nein. Oh, dass er mich halt dreimal trifft, währenddem ich einmal versuche, ihn anzugreifen. Ich könnte mich hammerhart überleveln und dann nochmal hier zu ihr gehen und es nochmal probieren. Verbindung mit Chat wird hergestellt. Jetzt bin ich wieder im Chat. Keine Ahnung, warum der ab und zu mal so ein... die Verbindung da verliert. Na, ich glaube, die Magie brauche ich an der Stelle nicht benutzen.
Shitty, shitty, shitty. Ah, ich krieg das Leben wieder. Okay. Irgendwann. Ach, come on. Ah, Junge, Junge. Ich hasse dich. Ich hasse dich sehr, Alecto. Einmal saufen hat mich mehr Leben gekostet, als es mir hergestellt hat. Mann, was ist denn los mit dir? Ohne Scheiß, ey. Chill mal. Oh. Was ist los mit dem? Heiliger Labautermann oder was auch immer, ey. Rosak oder... Mann! Stress pur! Ich hasse solche Gegner. Kein Spaß. Die hat auch einen Demigod gekillt. Okay. Ich auch schon. Na, wenn man so rumzappelt, wundert mich das nicht, dass man irgendwelche Leute killt. Ja, klar. Microsoft Flight Simulator ist schon gechillt. Was meinst du, warum ich den hier vorspiele? Vielleicht soll ich den zukünftig hier nachspielen. Aber ich glaube, hiernach brauche ich dann, also nach solchen Sachen brauche ich dann keinen kein Stream mehr oder keine Aufnahme. Boah, ist das mies. Oh, Schweinerei, ich habe jetzt halt Bock, die zu killen, ne? Das ist bei mir so schlimm. Ich ich habe jetzt voll Bock, die abzuziehen. Aber die kitzelt an so einem Nerv. Weiß ich nicht. Oh, jetzt, genau. Das ist natürlich super. An so einem, guckt sie euch an, wie grausam sie rumzappelt und Dinge tut, die einfach nur nervig sind. Nerv. Hello Kitty. Hello Kitty danach. Mm. Ich zieh dich jetzt ab. Zieh dir jetzt sowas von die Hosen aus. Ah, die Kot kriegt ja dann auch nochmal eine zweite Phase. Nein, nach der Hälfte. Ach, das ist auch voll nervig.
Total ernst und unironisch. Total ernst und unironisch Hello Kitty Abenteuer. Hm, weiß ich nicht. Was ist los, Leute? Ich habe jetzt so viel Tortur hinter mir. Auf meinem Kanal wird es nie wieder Souls-Spiele geben. Ich danke euch recht herzlich fürs... Ach, ich hämmer auf die B-Taste. Danke euch recht herzlich fürs Einschalten zu Hello Kitty. Hello Kittys Abenteuer im Einhornland. Einen deiner Lieblingsbosse. Oh Mann. Ja, Miku, du bist schon auch so ein Ding. Stehst auf Selbstgeißelung. Es ist halt voll mies, ne? Man muss 100-mal ausweichen, um einmal Schaden zu machen, finde ich. Ja. Scheiße. Oh Mann, ey. Und dann zappelt sie so sehr rum, dass ich meine Duellfähigkeit nicht benutzen kann, ne? Einfach mega nicht nice. Diese... Ah, guckt es euch an. Es ist ätzend hoch 10. Ah. Scheiße, Mann. Oh Gott. Nee. Ist vorbei. Kein Bock mehr. Da prügel ich lieber den Drachen, der viel zu viel aushält mittlerweile. So, wo ist diese dämliche Schildkröte, die hier irgendwo sein muss? Hier muss doch eine Schildkröte sein. Ich kann hier nirgendwo in der Luft auch das Schwert benutzen? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht muss ich einfach hier hochsteigen und in der Luft das Schwert benutzen. Geht aber nicht. Geht leider nicht. Wenn ich gestorben bin, muss ich das Rätsel neu aktivieren. Oh nee, ehrlich? Ja, schaue ich mir gleich an. Hier komme ich jetzt gar nicht rauf. Aber gut, hier ist ein Schildkrötenpunkt. Also hier muss ja eine sein, das ist... Komme ich bis darüber? Nee, das hat schon hier mit diesem Sprung zu tun, die Schildkröte, die zweite oder dritte, wie auch immer man... Was auch immer man es nennen will. So, das hier oben war ja... Hier war ich, ne? Ja.
Dorf der Albinaurix. Ach, das ist unten drunter. Gucken wir mal, wie das aussieht mit dem Schildkröten. Ob der Tod hier eine Rolle spielt. Also wir prüfen das einmal, ob diese Schildkröte jetzt wieder da wäre, theoretisch. Sie ist nicht da. Und wenn ich hingehe und nochmal damit rede. Ist sie auch nicht da? Oder? Das war doch hier. Ja, die war da an der Wand. Also die habe ich gefunden. Aber jetzt reite ich nochmal schnell da hoch. Und schau nochmal, nachdem ich es jetzt nochmal angequasselt habe. Hier sind auch noch Schildkröten. Aber die gehört, glaube ich, zu denen unten. Ob sich da oben jetzt was geändert hat. Mal sehen. Ob ich jetzt hier irgendwie die Schildkröte sehen kann, wenn ich nach oben steige? Nee. Aber, also, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass das nichts mit der Schildkröte hier zu tun hat, oder? Das muss ja. Das hier muss doch mit diesen Schildkröten zusammenhängen. Aber oben sehe ich jetzt nichts. Unsichtbar ist er auch nicht, dass er hier irgendwie in dem Dingens unsichtbar drin wäre, weil die war ja schon echt groß. Luffy, willkommen zurück. Wo ist die riesige Schildkröte, die hier sein sollte? Sicher, dass ich erwünscht bin? Was sind das für Fragen? Du darfst jederzeit gehen, wenn du möchtest. Ich halte dich hier nicht fest. Das Bedürfnis ist zu groß. Ich werde und kann das Item eh nicht benutzen. Okay. Wäre dann nur Enttäuschung. Aber dann, sag mir doch mal, ob ich hier theoretisch richtig wäre für eine Schildkröte. Und wo sie ist. Ja, sie ist da. Gerade hochspringen, aber ich drück doch schon gar nichts. Und drücken kann ich dann auch nichts. Also ich kann ja nichts prügeln hier. Normalerweise an Stränden, ja, aber hier nicht.
schau mal von. Von weg nach oben. Was? Schau mal weiter nach oben. Was zum. Hä? Ich könnte sie ja auch nicht hauen oder so mit einem. Wie weit kann ich denn. Kann ich mit einer Armbrust gerade nach oben gucken? Nee, ne? Auch nicht, wahrscheinlich. Da jetzt rauf. Also, ich sehe hier keine Schildkröte. Und die dritte ist dann sehr weit weg. Okay. Ach du, weißt du was? Ich habe mir schon fast gedacht, dass es eh unnötig ist, dieses Item zu holen. Ich muss jetzt mal ganz kurz. Wait. LOL! Hier sind einfach drei Drachen. Ihr seid aber nicht alle Bosse, oder? Habt ihr alle einen Bossbalken? Nee, okay. Nur der Kumpeldrache da oben. Ja gut. Passt schon. Jetzt wird's wild, Fluffy. Das ist sehr wild. Ich probiere mein Glück nochmal an diesem Drachen hier oben. Ins Auge. Wow. What the fuck? Was war das für eine Attacke? Holy shit. Das hat ihm nicht so gepasst, dass ich ihn da verprügelt habe. Oh shit. Oh, ho, ho.
Mist. Ich habe eigentlich... Ach, ich habe wieder rechtzeitig gedrückt. Gefühlt, aber... Wow! Ah, shit. Na, jetzt habe ich natürlich nicht gedrückt. Ach. Was? Warum habe ich jetzt so viel Schaden gemacht? Bleed. Meine Waffe macht Bleed? Wusste ich gar nicht. Löst Blutungsverlust aus. Ah. Lol. Okay. Cool. Was heißt denn 55? Nach 55 Treffern mache ich einmal Blutung, oder? Der große Blutprügel. Oh, yes. Please. Ach, come on. Ach so, okay. Da war ja was. Das ist natürlich ein bisschen mies jetzt, weil ich glaube, jetzt habe ich den Stagger nicht mehr aktiv. Könnte ich mir vorstellen. Okay, was machen wir jetzt? Wir zwei. Oh shit, warum? Wie? Nein! Klar trifft es mich zweimal. Natürlich! Nur so ein random Wert. Ein random Wert? Kann doch nicht random sein.
Hätte man hinter dem Stein bleiben sollen, währenddem er Feuer spuckt. War natürlich minimal ungeschickt. Du stehst da oben schlecht, Kumpel. Du stehst da oben sehr, sehr schlecht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ach come on. So ein Mist. Scheiße. Er scheint dauerverwirrt, ja. Ich bin tatsächlich gerade hier jetzt eben schon wieder sehr verwirrt gewesen. Das war ärgerlich. Chat und Zocken. Ja, das. Also gerade wenn ich mitten in irgendeinem Bosskampf bin, ne, Leute, dann wisst ihr selber, da reagiere ich nicht mehr auf euch. Das ist. Also, wenn es ein heftiger Bosskampf ist. Das hier ist einfach nur. Weiß nicht, also. Das hier ist nur komisch. Das finde ich jetzt auch nicht so. Ist nicht so der coole Bosskampf auch einfach, ne? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ah. Komm, Pferdchen, komm, wir bleiben ein bisschen stehen und du isst ein bisschen was. Alles easy. Hier, gut, fütter mal schön. Kannst du mal nicht so nah an der Klippe stehen? Ah, da war der Blutbrock. Oh shit, ah, die Nummer, oh mein Gott. Ich hatte zwei Drittel, drei Viertel Leben. Wenn er so in der Luft steht, dann muss ich so weit wie möglich weg. Ich weiß nicht, wie weit das die Reichweite davon ist, aber sie ist gigantisch groß. Wenn er so mit dem Kopf nach oben schräg in der Luft steht, dann muss ich abhauen. Ganz weit weglaufen. Nee, lass mich bitte, danke. Nee, darf ich bitte noch? Ja, jetzt triggert's nicht. Oh. Ärgerlich.
Wenn ich im falschen Moment lese, dann ist das allerdings auch ein Skill-Issue irgendwo. Ja, absolut richtig. Scheiße. Ach, das, also diese Attacke finde ich irgendwie schmutzig. Okay, jetzt haben wir das. Nein. Wie weit das geht? Was soll ich denn... What the freak? Okay. Er war vorhin schon einmal fast down. Jetzt habe ich gerade eben auch diesen den kritischen Treffer nicht gekriegt, weil der Gegner, keine Ahnung, wieder einen halben Meter zu weit oben oder zu weit unten gelegen ist. Ins Knie. Autsch. Was passiert? Okay, alles gut. Nichts passiert. Pferdchen, iss mal ein bisschen was. Noch ein bisschen. Was haben wir jetzt? Aha. Ah, wir sind wieder außerhalb der Reichweite. Kann ich mein Pferdchen füttern? Das ist gut. Ich sauf auch mal voll. So. Mein gutester Drache. Ja, da habe ich keine Ausdauer gehabt, um schnell wegzureiten. Ja, scheiße, das ist... Was? Das hat mehr Schaden gemacht jetzt als vorhin? Das hat mich doch schon mal... Okay, Moment, ich glaube, ich muss näher ran. Ich muss näher ran, wenn er das macht. Sonst sterbe ich. Weil das hatte mich schon mal getroffen, da habe ich weniger Damage bekommen. Hoppla, das wollte ich nicht. Slamai-Brote. Jawohl. Oh Mann. Oh. Ah, Mist, ich wollte gerade hinter die Ecke verschwinden. Head and Shoulders soll gut gegen schuppige Viecher helfen. Den, das finde ich gut. Ich weiß nicht genau, was passiert. Ah. Der Sub war jetzt vielleicht ein bisschen...
zu viel. So, jetzt lass mich bitte. Ja, danke. Das ist nämlich wichtig. Wichtiger Schaden an der Stelle. So, und jetzt kommt die Nummer mit dem Riesenschwert. Nee, wieder nicht. Okay. Oh Gott. Alter, was hast du denn da für eine Reichweite? Ich dachte, der kommt nicht so weit. Gegen Drachen kämpfen macht einfach keinen Spaß, ne? Ist nicht so cool. Gibt echt cooleres. Auch wenn ich ihm schon gut Schaden mache. Die blaue. Ah, ja, apropos Riesenkeule, ne? Oh Mann. Autsch. Steh auf. Bleib liegen! Ich glaube, ich habe ihm ganz böse in die Eier gehauen gerade. Ich glaube, ich habe ihm ganz böse in die Eier gehauen. Da wäre ich jetzt auch wütend. Ei, Scheiße. Oh. Ich habe gerade ein Fläschchen für das Pferdchen ausgegeben und du... Oh, shit. Das war gut. Und super wichtig an der Stelle. Und das war schlecht und richtig kacke. Oh, warum trifft das nicht? Nee, zu spät gedrückt. Ich hab gedrückt, aber es kam nicht mehr beim Spiel an. Damit meinst du natürlich ein Eisbonbon bei Eisdrache. Ja, ja, genau. Blaue Pille mit Reichweite und Größe und so. Das ist immer die wichtigste Frage mitten im Kampf, ob du wirklich eine Flasche für den Gaul opfern willst. Das ist mies, dass das angezeigt wird. Der soll es einfach machen. Er soll es einfach machen. Und wenn ich nicht auf dem Schirm habe, dass der Gaul tot ist und ich eine Flasche dafür verbrauche, dann ist es ein Skill-Issue. Bist du wieder dort, wo du gleich despawnst, Kumpel? Kumpeldrache. Aber ein paar kann ich dir noch mitgeben, bevor du despawnst. Was macht er? Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Komm mal her, Drache. Komm mal zu mir. Ich will nicht, dass du despawnst.
Okay. Komm doch her jetzt. Muss ich jetzt echt zu dir, oder wie? Dass ich hierfür absteigen muss, ist auch irgendwie seltsam. Gut, aber ist halt so, ne? Komm, reite los. Okay, aus irgendeinem Grund konnte ich an dieser Stelle diesem riesigen Eisschwert ausweichen. Macht das jetzt nochmal? Was macht er? Nee, er macht was anderes. Okay, ich verstecke mich kurz. Und weiter geht's. Ich weiß nicht genau, was er tut, aber ich glaube, es war ein Niederstechen auf mich. Ah, jetzt kommt das Schwert. Müsste in der richtigen Position gewesen sein. Nice, ja. Ah, Feuer. Nee. Ach komm. Oh. Ich hatte volles Leben, 7 Flasks. Der Drache war noch super low, hatte nur noch 1/5 Leben. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Oh, ist das ärgerlich, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der für weniger Magieschaden ist schon drin. Die Challenge, mich von jedem Souls-like-Boss töten zu lassen, läuft gut. Oh, ey, Fluffy, du bist schlimmer als Thorsten, ey. Der haut auch die ganze Zeit solche Dinger raus. Nur nicht mit so einer hohen Frequenz. Wer ist Thorsten? Ja, vielleicht lernst du den auch noch kennen. Vorhin war er da. Da warst du auch im Chat.
Oh, sehr nice. Da hat einmal der... Komm, reite, reite, reite. Wir brauchen Speed. Jawohl, schön. Schön, dass da an der Stelle nochmal der Ding geprockt hat, der Blutungsschaden. So, jetzt sitzt er wieder hier hinter. Oh oh. Wow. Tja, zumindest sitzt er jetzt nicht mehr dahinter. Dich vergesse ich auch noch. Okay. So, was kommt jetzt? Irgendwas vor, was ich mich verstecken will, glaube ich. Lass mich! Ja, danke. Nee, 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 och Mann! Das gibt's nicht! Das darf doch nicht wahr sein! So eine dumme Attacke, die einfach instant killt, ey! Ich krieg ihn easy! Easy auf, keine Ahnung, Lowlife und dann macht er einen Feuerspeier-Eisspucker Gedönse und killt mich einfach instant. Kann ich das vom Pferd aus so einen kritischen machen? Ich habe es noch nie probiert, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, nein. Wo geht's hin, Drache? Dahin, okay. Autsch. Oh. In Sicherheit hinterm Felsen.
No chance, dass ich hier einen kritischen mache. Ich verprügel ihn einfach so noch ein bisschen. Weiß nicht genau, wo er ist. Könnte sein, dass er mir jetzt einen dicken Schaden reinknallt. Hat er nicht, sehr gut. Komm mal hier runter. Keine Chance, ich verprügle ihn so noch ein bisschen. Einen Treffer. Nee. Nee, 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 nee. Ja. Ach, geht doch. Mensch. Eieiei, nach zwei solchen wilden. Nachdem ich zweimal so wild verloren habe, war das jetzt aber auch dringend nötig. So knapp verloren zweimal. Wahnsinn. Danke, Leute. Den dicken Schaden hast du auch so schon. So, wie viel? 120.000 Seelen hat er mir gegeben. What? Krass, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Also Runen heißt es hier, ja. Sepp, du meintest bis Stufe 40 die Kraft, aber ich würde hier tatsächlich nochmal 3 reinpumpen. Oder 4, 5 noch, keine Ahnung. So. Also der Kumpel ist noch offen. Haben wir hier oben auf dieser Insel irgendwo noch einen Endboss? Einen Boss? Bis 60 ist es noch okay. Alles klar. Passt. Behalte ich im Hinterkopf. Bis 60. Und dann nur noch 6 Leben ist wirklich, das ist ein Witz. Das lohnt sich dann echt nicht. Gibt es hier oben noch einen Boss, den es zu killen gilt? Oder hier unten? Gibt's da noch was? Eigentlich würde ich sagen, ich bin hier durch. Alecto ist die letzte. Aber hier unten der, bei dem, kann man den killen, der hier an der Decke hängt? Ist das, gilt der als Boss? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der hat keinen Bossbalken gekriegt, ne? Ich glaube, der eine, der hier hing, wo war das noch? Hier. Der hatte auch keinen Bossbalken. Der ist kein Boss, okay. Ja, Alecto ist noch offen. Alecto ist noch offen. Ob ich Alecto besiege oder nicht, erfahren die Leute auf YouTube. Hallo? Jetzt? Okay. Erfahren die Leute auf YouTube in der nächsten Folge. Deswegen, Leute auf YouTube, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.